Jetzt sind wir also an der Charles-Darwin-Station. Hier arbeiten über 100 Forscher und Mitarbeiter dieser internationalen Organisation. Das Museum, das sich jetzt hier gleich links befindet, ist aktuell noch geschlossen und macht ab Ende August, Anfang September wieder auf. Da muss man sich, wie bei vielen Dingen, die es gibt auf Galapagos in Zukunft, voranmelden. Das kann man natürlich mit uns machen. Und dann bekommt man die ganze Ausstellung gezeigt. Diese Tafel haben sie jetzt neu aufgebaut in Gedenken an die Riesenschildkröte Diego. Diego, benannt nach dem Zoo von San Diego, ist ja vor etwa 30 Jahren zurückgekommen auf die Galapagos-Inseln und hat hier zur großen Vermehrung der Española-Schildkröte, Riesenschildkröte, beigetragen und wurde erst vor 5 Wochen wieder ausgesetzt in auf seinen Ursprungs-Island, also eine Ursprungsinsel nach Española, nachdem er über 1000 Nachwuchsschildkröten hervorgebracht hat.